Aber wir sind uns auf jeden Fall einig, dass das halt extrem viel alles verändert, was wir bisher über das Monsterverse wissen. Alles, komplett. Okay, ihr Lieben. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie wir jetzt am besten über die gesamte Serie Monarch Legacy of Monsters sprechen. Ja, die Apple TV Plus exklusive Godzilla-Serie ist nun offiziell beendet, beziehungsweise es heißt noch offiziell, es wäre das Serienfinale, könnte auch einfach nur ein Staffelfinale sein. Es wird jetzt wohl davon abhängig gemacht werden, wie erfolgreich die Serie dann doch wirklich am Ende gewesen ist, wie viele Aufrufe die Serie bekommen hatten, generell wie die Resonanzen jetzt von Monarch im Endeffekt dann aussehen werden. Und ich habe mir zuerst gedacht, okay, komm, du haust jetzt einfach komplett ein Spoiler-Video raus. Wir reden jetzt einfach über die Spoiler, das war mein Grundgedanke, hier nicht abschalten, nein, denn ich habe mir dann gedacht, okay, ich sollte vielleicht erstmal einen spoilerfreien Part machen. Den bekommt ihr jetzt hier mit diesem Video. Hier wird es keine Spoiler zur Serie geben. Der Spoiler-Part kommt dann danach. Wenn ich es schaffe, werde ich den Spoiler-Part sogar am nächsten Tag oder wenn es richtig gut läuft, am selben Tag hochladen, wie dieses Video jetzt hier eben. Ganz wichtig hierbei ist aber natürlich wie immer, wenn ich sage, das hier ist ein spoilerfreier Part, bitte spoilert ihr auch nicht. Das ist mir ganz wichtig und ja, tatsächlich, ich blockiere Leute inzwischen auf dem Kanal, wenn sich da einfach nicht dran gehalten wird. Weil ich weiß nicht, was das soll. Also wenn ich doch darum bitte, nicht zu spoilern und dann wird einfach ganz frech trotz allem ein Spoiler reingeschickt, dann denke ich mir, okay, das hier ist doch jetzt mein Kanal, das heißt, ich habe eine einzige Anforderung in diesem Video an euch und du hältst dich da jetzt aus reinem Trotz nicht dran. Und ich sage das jetzt hier einfach nochmal ganz klar und deutlich, weil es eben nicht nur ein- oder zweimal passiert ist, nein, gerade in Videos, wo ich sage, bitte nicht spoilern, bekommen ein paar Leute da draußen immer so den Drang, jetzt erst recht. Und ich finde es einfach ein bisschen blöd, weil Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben, sollen sich mein Video anschauen können, sollen aber auch in der Kommentarspalte nicht gespoilert werden. Das heißt, ja, wer jetzt hier großartig spoilert, der kann sich einfach dann schon mal auf den Bann gefasst machen und dann bitte auch nicht über Instagram wieder anschreiben, ja, aber ich hab doch nichts. Doch, wenn ich hier sage, nicht spoilern, dann bitte auch nicht reinschreiben, Achtung, Spoiler und runterscrollen mit ganz vielen Leerzeichen und dann erst spoilern. Einfach nicht spoilern. Und wenn du dir schon die Frage stellen musst, okay, vielleicht kann ich das jetzt schreiben oder eben nicht, ist es vielleicht ein Spoiler, dann lass es halt einfach lieber. Wirklich, ist es im nächsten Part dann. Ich beeile mich wirklich, dass der Spoiler-Part online kommt und dann könnt ihr alles rauslassen, was ihr wollt. Es geht jetzt nur um dieses eine Video hier. Das wäre wirklich super. In diesem Sinne fangen wir jetzt an, spoilerfrei über die Serie Monarch Legacy of Monsters zu quatschen. Viel Spaß. Okay, bevor das Video losgeht, und Tobi muss immer ausschweifen, ich weiß. Ich werde auch jetzt nochmal ganz kurz ausschweifen, denn ist was sehr Erfreuliches passiert. Wer den Kanal schon sehr lange verfolgt, der weiß ja, dass vor dem Namen Unknown Kaijuverse eigentlich der ursprüngliche Name des Kanals Game & Sense gewesen ist. Damals habe ich zusammen mit einem meiner besten Freunde, dem Patrick, der unter dem Namen Duplo Games YouTube gemacht hat, mit YouTube mehr oder weniger angefangen. Das heißt, wir beide haben uns auch durch YouTube kennengelernt. Er hatte damals, glaube ich, ungefähr 40 Abonnenten gehabt. Ich hatte, glaube ich, 20. Und an diesem Punkt haben wir uns dann hier und da zusammengetan. Damals habe ich noch sehr viel Gaming-Content gemacht, gerade auch Mobile Games. Ich habe Reviews gemacht und das Ganze war noch sehr unstrukturiert gewesen. Auf jeden Fall ist der liebe Patrick jetzt auch zurück auf YouTube. Und das freut mich einfach unfassbar, denn wirklich alles, was ich hier auf diesem Kanal im Endeffekt aufgebaut habe, basiert auf den Grundlagen, die mir der liebe Patrick beigebracht hat. Sachen Greenscreen, wie ich die Kamera einstelle, wie das Mikrofon funktioniert. Ich will jetzt von keinem von euch hören, das kriegst du ja heute immer noch nicht richtig hin. Im Endeffekt habe ich Patrick wirklich sehr viel zu verdanken. Deswegen habe ich euch den Kanal von Duplo The Law mal da oben in der Beschreibung verlinkt. Klickt einfach mal oben drauf, abonniert den Kanal, wenn euch der Content gefällt und macht euch schon mal darauf gefasst, dass auch wir beide jetzt wesentlich häufiger Content zusammen machen werden. Mein Fachgebiet ist hier eben Jurassic Park, Jurassic World und Godzilla. Bei ihm wird das Ganze mehr in Anime-Richtung gehen, das heißt One Piece, ich schätze auch mal Dragon Ball, wenn die neue Serie rausgekommen ist und eben ganz viele andere Anime. Auf jeden Fall mal vorbeischauen, würde mich sehr freuen. Und jetzt nochmal von mir persönlich, lieber Patrick, herzlich willkommen zurück auf YouTube, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und jetzt legen wir endlich los mit der spoilerfreien Review zu Monarch Legacy of Monsters. Ja, das Ding hat ja schon im Vorfeld für so ein bisschen Aufregung gesorgt, gerade bei mir. Ich bin kein Fan von Universen. Ich finde, wenn ein Film zu einem Universum ausgeschlachtet wird oder ausgebreitet wird, dann sorgt das dann meistens dafür, dass bestimmte kommende Projekte immer schlechter werden.
Und dann ist dann der Aufschrei wieder riesig, wenn mal irgendetwas nicht ganz so schlecht ist wie der komplette andere Rest. Als Beispiel jetzt mal Star Wars oder Marvel. Nehmen wir mal lieber Marvel. Marvel produziert inzwischen wirklich nur noch lieblose 0815 Sachen. Und wenn dann mal irgendwas mit dabei ist, was nicht komplett kacke ist, dann rasten die Leute aus und sagen, Marvel ist wieder zurück, die können es doch. Ich bin da kein Fan davon. Ich mochte Marvel früher. Ich mochte Star Wars früher. Und ich finde, jedes Franchise, das ich früher mal geliebt habe, geht dadurch so ein bisschen in die Brüche, sobald man anfängt, ein Universum draus zu machen. Für mich hängt das irgendwie damit zusammen, dass man deswegen sehr viel an Qualität einspart, an Storytelling-Ideen, dass man einfach nur noch Content produziert und raushaut. Und ich finde, man merkt es. Es gibt viele Marvel-Fans von euch da draußen, das ist auch alles super schön. Aber die meisten Marvel-Fans, die immer noch so an Marvel hängen, die kennen auch die Comics. Die sind voll im Comic-Thema mit drin, die finden jede Referenz geil. Das bin ich eben nicht. Und dasselbe habe ich mir auch gedacht, als die Monarch-Serie auf Apple TV Plus angekündigt wurde. Erstmal vorweg, Apple TV Plus, da war ich sehr froh drum. Denn Apple TV Plus ist wirklich ein Streaming-Dienst, der noch sehr günstig ist und der weniger Auswahl hat, ja, dafür aber qualitativ extrem hochwertige Sachen hat. Also wenn du dir auf Apple TV Plus eine Serie anguckst, die sind vom Aufwand her unfassbar genial gemacht. Bisher habe ich noch nichts gesehen, was auch nur ansatzweise irgendwie, ja, vom Optischen her schlecht war. Es gab ein, zwei Sachen, die mir von der Story her eben einfach nicht so zugesagt haben. Aber an sich ist Apple TV Plus da doch schon sehr auf Qualität fokussiert. Und das gefällt mir. Hat mich auch damals sehr gefreut. Godzilla-Serie von Apple TV Plus. Das kann zumindest rein vom Qualitativen, vom Optischen, vom Sound her, kann das ja schon mal nur geil werden. Dann haben wir so ein bisschen mehr über die Geschichte erfahren. Und zwar kam dann raus, ja, die gesamte Story soll zwischen Godzilla 2014 und Godzilla King of the Monsters spielen. Also eine Serie, die quasi wieder eine Brücke bildet. Ist in Ordnung. Ich mag sowas eigentlich, weil du damit bestimmte Logiklöcher auch einfach mal schließen kannst. Du kannst dann vielleicht ein bisschen mehr in bestimmte Thematiken reingehen, was die Filme eben einfach nicht konnten. Aufgrund dessen, dass die Filme ja auch wirklich eine sehr beschränkte Laufzeit haben. Und da hast du bei einer Serie einfach wesentlich mehr Platz. Dann wurde veröffentlicht, ja, die Serie, damals noch unter dem Arbeitstitel Hourglass gelistet, wird sich mehr um die menschlichen Figuren drehen. Und dann muss man sich überlegen, was eine der größten Kritiken am Monsterverse selber ist. Und das sind die Geschichten der Menschen, weil sie es nicht geschafft haben, in irgendeinem dieser Filme bisher eine interessante menschliche Geschichte zu erzählen. Wer also kam auf die Idee zu sagen, lasst jetzt mal eine Serie über die Menschen machen? Okay, es geht um Monarch. Eine Organisation, die im Geheimen verborgen ist, und zum Thema Geheim kommen wir auch noch gleich, über die wir auch als Zuschauer noch gar nicht mal allzu viel wissen. Also die Grundidee ist dann doch irgendwo interessant. Ihr merkt, es schwankt immer so ein bisschen hoch und runter zwischen Euphorie und, boah, habt ihr das wirklich auch alles perfekt durchdacht? Kommen wir nun einfach mal zur Story und ich kann euch hier schon mal darauf vorbereiten, ja, das hier wird ein spoilerfreier Talk werden. Ich werde hier keine essentiellen Plotpoints, die euch überraschen könnten oder ähnliches, vorwegnehmen. Und da gibt's wirklich einige. Das ist sehr schön, aber ich werde darauf nicht eingehen. Trotz allem werde ich hier ein paar mehr Dinge erzählen, als ihr aus dem Trailer oder bestimmten Beschreibungen schon wisst. Das muss eben einfach, naja, finde ich, gemacht werden, damit ihr auch nachvollziehen könnt, was ich jetzt von der Serie halte, im spoilerfreien Territorium. Denn ihr sollt euch nach diesem Video hier entscheiden können. Macht es für mich Sinn, die Serie auf Apple TV Plus zu schauen? Auch ganz kurz mal dazu, ihr habt 3 Monate lang kostenlos Apple TV Plus, wenn ihr noch keinen Account gemacht habt. Also ich will euch hiermit die Frage abnehmen, wollt ihr diese 3 Monate jetzt einlösen, die kostenfrei sind, nur um diese Godzilla-Serie zu sehen? Ich werde eine Antwort darauf für euch haben, am Ende des Videos. Aber wie gesagt, dafür muss ich ein bisschen mehr drauf eingehen, aber es wird hier keine krassen Spoiler geben. Versprochen. Worum geht's in der Geschichte? Ich habe ja eben gerade schon erklärt, die gesamte Serie spielt laut Inhaltsangabe zwischen Godzilla 2014 und dem Jahr 2000, ich weiß gar nicht wann, King of the Monsters rausgekommen ist. Also so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, die Serie spielt 2015. Großteils eben. Zwischendurch bekommen wir dann immer wieder Flashbacks in die Vergangenheit. Und in dieser Vergangenheit-Storyline sehen wir auch dann zum Teil Figuren in jungen Jahren, die wir in der Gegenwart sehen. Da muss man sich auch wieder fragen, okay, warum macht man das Ganze und macht das wirklich Sinn? Das werde ich hier auch gleich erklären. Im Spoiler-Part werde ich dann auf jeden Fall da wesentlich besser drauf eingehen können. Auf jeden Fall sind das unsere 2 Storystränge. Einmal eben die Gegenwart 2015 und einmal eben die Vergangenheit. Ich weiß gar nicht genau, wann es war. 1973. Es ist auf jeden Fall noch bevor Kong Skull Island tatsächlich passiert. Also es ist noch
weit davor. Der Hauptstorystrang ist in der Gegenwart, dass wir eine Protagonistin haben namens Kate, über die müssen wir auch noch sprechen, die bekommt den Schlüssel zu einer Wohnung ihres Vaters. Und ihren Vater hat sie aber schon lange nicht mehr gesehen. Und bekommt sie eben den Schlüssel nach dem Tod ihres Vaters und geht dann zu dieser Wohnung und findet dann aber raus, dass da eine Familie drin wohnt. Und merkt dann, hoppla, Papi hat anscheinend auf zwei Hochzeiten getanzt. Denn diese Familie weiß ebenfalls nichts von Kate. Und das, obwohl beide denselben Vater haben. Also Kate hat eben noch einen Bruder, Kate hat eben quasi noch eine Stiefmutter, von der er auch nichts wusste. Und dann kommt dann eben so ein Mysterium auf, nämlich warum ist der Vater weg oder was hat der Vater wirklich gemacht? Ist der Vater wirklich tot? So ganz viele Fragen kommen dann eben auf und das ist schon für eine Einleitung, für einen Film ist das eine sehr komische Fragestellung, weil die auch wirklich so in der offiziellen Inhaltsangabe mit verzeichnet ist. Und jetzt kommen wir hier zum allerersten kleinen Spoiler, den ich eben gerade erwähnt habe. Das hört sich sau langweilig an. Ich kann euch aber hier eins versprechen. Das ist nicht die Geschichte. Es ist nahezu scheißegal, was mit dem Vater ist. Ich weiß nicht, warum das so in das Marketing und in die Geschichte mit eingewoben wird, in die Zusammenfassung. Es geht um etwas viel, viel Essentielleres. Und ich sage jetzt hier so viel, und im Spoiler-Part sprechen wir da ganz klar drüber, die gesamte Serie Monarch verändert das gesamte Monsterverse für immer. Es passieren hier Dinge, es werden hier Fässer aufgemacht, die alles komplett verändern. Ob das gut oder schlecht ist, erfahrt ihr jetzt hier nicht, sondern da müsst ihr entweder die Serie selber schauen oder ihr wartet eben ab, bis der Spoiler-Part rauskommt. Was wir dann zu Beginn aber auch schon sehen, ist eine neue Welt. Und das habe ich mir so ein bisschen erhofft, dass wir eben sehen, wie jetzt die Welt sich verändert hat, nach dem Angriff eben von Godzilla und nach dem Kampf Godzilla gegen den Muto. Übrigens wird hier in der Serie auch Godzilla mal als ein Muto bezeichnet. Ich meine Muto, ich werde es hier unten mal einblenden, ist auch einfach nur eine Abkürzung für irgendwas, deswegen. Wenn ich aber sage, der Muto, wisst ihr, wen ich meine. Ich meine das Vieh aus Godzilla 2014. Und die Welt hat sich sehr stark verändert. Und das haben die, finde ich, sehr gut gemacht. Weil gleich in der ersten Episode bekommen wir da so einige interessante Sachen mit. Zum Beispiel, dass sich die gesamte Regierung in Japan, gerade eben in Tokio, hat sich dazu entschieden, die gesamte Stadt wie so eine Hochsicherheitsfestung abzuriegeln. Das heißt, wir haben da Raketenwerfer auf den Brücken, wir haben überall Waffen in den U-Bahnen, haben sie Sicherheitsposten eingerichtet oder Sicherheitszonen eingerichtet. Das heißt, wenn so ein Alarm losgeht, wie früher im Krieg, traurigerweise, wie auch aktuell im Krieg, diese Warnsirenen, wenn eben ein Bombenangriff kommt und dann rennen alle schnell unterirdisch in diese U-Bahn-Schächte rein, weil die eben in der Serie für einen eventuellen Angriff eines Kaijus stehen. Hin und wieder sehen wir dann eben auch mal, dass da einfach mit dann so Tests gemacht werden. Das heißt, da wird dann eben geguckt, wie schnell bekommen wir die Menschen jetzt durch so eine Alarmsirene unten in die U-Bahn rein. Das fand ich ganz nett gemacht, dass man hier wirklich sieht, okay, es gab Auswirkungen, dass Godzilla gegen Muto gekämpft hat. Es gibt Auswirkungen auf der gesamten Welt, dass Kaiju existieren. Und das wollte ich unbedingt sehen. Leider ist das Ganze auch mit Episode 1 dann mehr oder weniger abgeschlossen. Da kommt nicht mehr allzu viel dann vor in der Hinsicht, weil wir uns dann eben auf andere Dinge fokussieren. Es gibt noch so ein paar Callbacks auch an heute, zum Beispiel, dass es Menschen da draußen gibt, die einfach generell alles leugnen, was gesagt wird. Das heißt, man geht auf dieses ganze Verschwörungsding ein bisschen ein. Da gibt es dann Menschen, die halt sagen, ja, diese Videoaufnahmen von Godzilla, die wir hier sehen, die sind überhaupt nicht echt, das ist alles CGI. Und Regierungen haben die Stadt San Francisco selber kaputt gemacht und Godzilla gibt es überhaupt nicht. Darauf geht man noch ein bisschen ein. Also es fühlt sich dann doch schon so an, als wäre die gesamte Welt sehr aufgewühlt. Und ich finde, das ist so, wie auch heutzutage, war das schon so ein bisschen, okay, ich kann die Situation gerade nachvollziehen, hat mir sehr gut gefallen. Und dann lernen wir eben unsere Figuren ein bisschen besser kennen. Wir lernen einmal Kate und ihren Bruder kennen. Den Namen von dem Bruder kenne ich gerade nicht mehr, ist aber auch gar nicht so wichtig. Denn im Vordergrund der gesamten Geschichte stehen eigentlich Kate und May. Das sind, es ist schwer zu erklären, weil wir hier auch sehr viele Figuren haben. Also Kate ist ja eben die Person, die herausfindet, dass ihr Vater wohl auch was mit Monarch zu tun hat. So kommen wir auch dann zu dem Thema Monarch dann rein. Und der ist aber dann irgendwie, für tot geglaubt oder auch nur verschwunden. Man weiß es irgendwie nicht ganz genau. Und die findet dann eben ihren Bruder. Und ihr Bruder hat guten Kontakt zu einer May. Und die ist natürlich eine IT-Spezialistin. Denn das brauchen wir natürlich auch in der Geschichte, damit wir bestimmte Plots einfach vorantreiben können. Es gibt bestimmte Plots, die einfach dadurch gelöst werden, weil, hey, May kann ja IT. Und dann kann die einfach so ganz abgefahrene Sachen. Ich bin kein Fan von sowas, weil du merkst einfach,
wie in so einem Videospiel, okay, May ist jetzt nur dafür da. Die haben alle so eine Bewandtnis, so eine Fähigkeit, die sie andauernd ausspielen können. Und das treiben sie irgendwann ganz auf ganz komische Art und Weise an Absurdum. Also die ganzen Figuren, die Hauptcharaktere. Und ja, jetzt muss ich hier auch mal ganz kurz auf eine Kritik von David Hein eingehen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil David Hein meinte, er ist von der Serie enttäuscht, weil das für eine Kaiju-Serie sehr wenig Kaiju gegeben hat und weil es sehr wenig Godzilla gegeben hat. Das ist nie die Intention der Serie gewesen. In Monarch geht es ganz klar, schon immer, das war der Plan und auch in der Beschreibung, geht es um die menschlichen Figuren. Das ist hier der Zielpunkt. Soll nicht heißen, dass Godzilla nicht auftaucht. Godzilla hat Szenen, nicht sehr viele, aber er hat Szenen. Und wenn er auftaucht, hat er auch wirklich coole Szenen. Es gibt auch hier und da nochmal andere Kaijus in der Serie, aber es geht im Grundfokus um die menschlichen Figuren. Und die bekommen wir einfach so eingeführt, wie ich es eben auch erklärt habe. Kates Papa wird als tot erklärt, daraufhin bekommt Kate so einen Schlüssel, den bekommt sie, glaube ich, sogar vererbt dadurch. Dann fliegt sie eben von San Francisco nach Tokio, kommt zur Wohnung, wo sie herausfindet, ich habe noch einen Bruder oder einen Stiefbruder und eine Stiefmutter und die wissen aber auch nichts von ihr und dann merken sie, okay, mit Papa hat irgendwas nicht gestimmt. Dann kommt ihr Bruder auf die Idee, lass doch mal in Papas altes Büro gehen und da finden sie eben dann raus, Papa hat irgendwas mit Monarch zu tun. So viel wisst ihr auch noch durch den Trailer. Und dann kommen sie irgendwann auf die Idee, hier, ich kenne da noch diese May und die ist halt IT-Spezialistin. Reden wir mal ganz kurz über Monarch. Monarch ist eine Geheimorganisation, die sich in der Serie auch nicht geniert, immer wieder zu sagen, wir sind so ultra geheim. Niemand kann uns finden. Wir sind geheimer als alles Geheime auf der Welt. Und dann bekommen wir eine Szene, wo wir sehen, wie Monarch während dem Vorfall von San Francisco in Godzilla 2014, da gibt es nochmal kurz ein Flashback, da sehen wir dann, wie Kate quasi die Situation damals wahrgenommen hat und dann taucht Monarch auf. Und Monarch hat eine Kamera mit dem Monarch-Symbol drauf und die haben Taschen mit Monarch-Symbol. Die haben Jacken und Mützen mit Monarch-Symbol drauf. Wie geheim können die bitte sein? Du hast so das Gefühl, als wäre Monarch so ein YouTuber, der irgendwie gerade sein Merchandise verkauft hat. Da steht überall einfach Monarch drauf und die anderen Leute alle so, Monarch, keine Ahnung, ob wir die jemals entdecken werden. Junge, die stehen da mit einem Monarch-Logo auf der Jacke. Da habe ich mir ganz kurz auch gedacht, das ist ja saudumm. Das ist für uns als Zuschauer, damit wir raffen, dass das Monarch ist. Also erstmal sollte man den Zuschauer nicht für so dumm halten, weil du würdest auch schon merken, dass da irgendwas nicht stimmt, als du einfach siehst, dass Godzilla auftaucht und dann laufen die wirklich fast in Zeitlupe mit diesen Kameras so lang und halten einfach drauf und rundherum geht alles kaputt und die halten einfach weit. Da merkst du doch auch schon, dass die irgendwas, irgendwie Dreck am Stecken haben. Ohne dass die überall noch Monarch auf den T-Shirts drauf haben. Das fand ich echt dämlich und das passiert öfter. Und ich musste da an diese eine Szene denken. Ich bin ein riesen Darkwing Duck Fan, noch von früher. Und es gibt diese eine Folge, wo Darkwing Duck das Hauptversteck von Fiso Duck sucht, von seinem Erzfeind. Und im Hintergrund siehst du einfach, wie so ein Gebäude so eine riesige Fiso-Duck-Fahne hisst. Und Darkwing Duck rafft's aber trotzdem nicht und findet dann erst das Versteck eine Folge später, weil er durch so Brotkrümel dann darauf kommt, wo Fiso-Duck sich versteckt. Ist so ein Running Gag aus dieser gesamten Episode in Darkwing Duck. Und das hat mich sehr stark daran erinnert. So, ja, wir müssen uns bei Monarch reinschleichen. Okay, wo ist Monarch? Wo? Und im Hintergrund fährt so ein Bus vorbei mit Monarch-Zeichen. Hat mir nur irgendwie gefehlt, dass da noch so die Adresse draufsteht. Mit PayPal-Adresse oder so. Unterstützt meinen Kanal, Monarch. Es war ganz, ganz seltsam. Und ich habe da mit ein paar Leuten drüber gesprochen. Zum einen auch mit dem lieben Pandamann im Livestream. Ich bin nicht die einzige Person, der das ein bisschen komisch aufgestoßen ist. Es gibt ein paar von euch, die das Ganze auch verteidigen wollten, weil dann kamen so Aussagen wie, naja, wenn du jetzt aber einen Bus draußen vorbeifahren siehst, wie wo irgendwie ein Symbol drauf ist, du aber nicht weißt, was das Symbol wirklich bedeutet, kommst du ja auch nicht auf die Idee, was das wirklich sein könnte. Das kann gut sein, ja, aber es ist trotz allem dumm, wenn du eine Geheimorganisation bist und alles, was du machst, ist mit deinem Symbol vernetzt. Das heißt, sobald jemand herausfindet, dass das Monarch-Symbol zu Monarch gehört, lustig, fliegt doch eigentlich alles auf. Monarch betont außerdem noch, dass sie ein Sicherheitssystem haben, wo niemand wirklich reinkommt. Und dann haben wir aber May und May kommt direkt ins Sicherheitssystem bei Monarch rein und lädt sich einfach Daten runter. Es wird dann zwar abgebrochen und sie kriegt nicht alle Daten und ich glaube, es wird sogar nochmal so hingestellt irgendwann, als hätte man das mit Absicht gemacht, aber bin ich mir nicht mehr ganz sicher.
wie kommt die bitte da rein? Es wird auch noch auf Mays Vergangenheit eingegangen und du denkst dir, warum kann die das? Wieso kommt die denn in Monarchs Sicherheitsdinger rein? Das sind so ein paar Sachen und ihr merkt schon, ich gehe gerade auf die negativen Dinge ein. Wir kommen gleich noch zum Positiven. Beim Positiven werde ich aber nahezu null spoilern, da werde ich einfach nur mal drauf eingehen, was das wirklich für Auswirkungen haben könnte. Auf jeden Fall ist das dann auch der Grund, wie dann Monarch eben auf die Spur von den Kindern kommt. Kindern. Darauf kommen wir jetzt mal zu sprechen. Die Figuren in dieser Serie sind geschrieben, als hätte der Regisseur nach wie vor nicht verstanden, das Problem war viele Regisseure, Jurassic World lässt grüßen, wie Teenager ticken. Als wären Teenager permanent notgeil, abgefuckt, müssen zwanghaft cool sein. Das sollten Teenager sein. Das wäre schon schlimm genug an sich, wenn das der Grund wäre, warum die Figuren so geschrieben wären. Und es gibt einen Moment, an dem wir in einem Rückblick sehen, wie Kate aus dem Schulbus rausspringt und dann eben Godzilla auftaucht. Und Kate sieht auch wirklich jung aus, also die sehen auch alle relativ jung aus. Die sehen schon alle wirklich aus wie Teenager. Und dann kommt aber raus, nee, Kate war nicht in dem Bus, weil sie die Schülerin war. Die war in dem Bus, weil sie die Lehrerin ist. Und ich dachte mir, okay, das macht es hier noch schlimmer, dass sie sich so verhalten. Also das Verhalten, gerade der weiblichen Figuren, ist hier wirklich extrem lästig. Und das ist hier wieder der Versuch, die weiblichen Hauptfiguren stark dastehen zu lassen. Starke weibliche Figuren, die können super gut funktionieren. Das hier ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, wie man nicht verstanden hat, wie man eine coole Figur schreibt. Hier wird Coolness gleichgesetzt mit permanent abgefuckt zu sein, permanent dumme Entscheidungen zu treffen und die Schuld aber anderen zu geben. Notgeil zu sein, das ist kein Spaß. Also die verhalten sich wirklich so. Das sind Storyplots, ich verarsche euch hier nicht, die kommen wirklich in der Serie vor. Und zwar sind das Storyplots, die Folgendes erzählen. Person A hatte eine Beziehung mit Person B und Person B ist aber gleichzeitig auch mit einer anderen Frau zusammen und Person... Also das wird nicht einfach nur ein Dreieck. Die haben alle was. Und also einfach nur, ich erkläre euch mal ganz kurz das Beziehungsdreieck. Das Dreieck hier in der Geschichte. Ist auch ein kleiner Spoiler, ist aber auch wirklich scheißegal für die Geschichte. Warum ich mir auch gedacht habe, warum erzählt ihr mir das jetzt? Und zwar ist das so, dass Kate eine Beziehung mit einer anderen Lehrerin hatte, die Kate aber trotz allem betrogen hat. Und ja, jetzt können wir wieder schreien, Vogue, Kate ist homosexuell. Aber bevor ihr jetzt wieder Vogue rumjammert, überlegt euch mal bitte, ob diese Storyline besser wäre, wenn es jetzt hier wirklich um heterosexuelle Paare gehandelt hätte. Ihr werdet zur Erkenntnis kommen, nein. Also, Kate ist mit einer Lehrerin zusammen und die Lehrerin betrügt Kate aber mit einer anderen Frau. Währenddessen ist der Stiefbruder von Kate mit May zusammen gewesen mal. Kate ist die Ex-Freundin von Kates Stiefbruder, die aber auch schon was mit Kate hatte. Und lustigerweise gibt es ein ähnliches Szenario nochmal in der Vergangenheit. Die habe ich ja noch gar nicht erwähnt, darauf kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Und ich habe mir halt wirklich gedacht, warum erzählt ihr mir das? Es hat null beizutragen für die Geschichte. Es wirkt unfassbar wirr dadurch noch im Überblick zu behalten, warum jetzt Person A und Person B so reagieren, wie sie reagieren. Und ich glaube, der Grundgedanke hier ist einfach nur gewesen, man wollte uns irgendwie zeigen, ja, die Figuren hatten auch alle ein Leben davor. Aber warum muss das Leben dann zwanghaft so aussehen? Ich habe das wirklich nicht verstanden. Und lustigerweise habe ich auch mit Sebastian von Filmstarts, wir haben die Serie nicht parallel geschaut, aber wir sind jetzt gestern, zur Aufnahme dieses Videos gestern, beide dann zum Serienfinale gekommen. Und danach haben wir uns ein bisschen unterhalten über WhatsApp und Sebastian meinte dieselben Kritikpunkte auch mir gegenüber von wegen, warum habe ich das jetzt sehen müssen? Wie gesagt, spart euch die ganze Vogue rumgejammer. Das hat nichts damit zu tun, dass das in die Hose gegangen ist, sondern einfach, dass man versucht hat, uns so extrem komplexe Hintergrundgeschichten zu erzählen. Der hatte mal was mit dem und die ist gleichzeitig aber homosexuell, deswegen auch was mit der gehabt und das ist wie damals bei uns auf dem Dorf gewesen. Ich habe totale Flashbacks bekommen. Das ist wirklich eine Entscheidung, die ich nicht verstehe und es führt auch wirklich zu nichts. Es führt tatsächlich zu sehr seltsamen Momenten sogar manchmal, wo dann Person A und Person B sich wiederkommen und dann Person C aber sagt oder so grinst, so als wäre das so, ja, ich gönne euch das. Und du denkst dir so, aber warum gönnst du denen das jetzt? Weil du bist doch auch noch mit ihr. So, das ist seltsam. Warum baut man das damit ein?
Okay, also die Hauptfiguren bringen es jetzt nicht zwingend. Und das liegt aber an den Figuren, wie die geschrieben sind. Denn die Schauspieler haben bestimmte Momente, wo sie mal aus sich herauskommen. Eben gerade die beiden weiblichen Protagonistinnen. Und dann fangen sie wieder an, in dieses Drehbuchschema rumzuswitchen und werden wieder übertrieben cool. So, die werden dann nämlich von einem männlichen Charakter gerettet und dann sagen die aber nicht danke, dann sagen die, war nicht nötig und gehen ganz cool weg. Und die gucken immer so. Weil die sind ja cool und die sind so voll die starken Figuren. Wie gesagt, selbes Szenario hätte man auch mit Männern machen können, wäre genauso dumm gewesen. Ich will hier einfach nur darauf eingehen, dass man anscheinend wirklich versucht hat, hier erneut aus Zwang weibliche Hauptfiguren zu erschaffen, was nicht schlimm ist. Aber es funktioniert halt einfach überhaupt gar nicht. Null. Und ganz im Gegenzug dazu haben wir noch Nebenfiguren, wie eben jetzt hier den Bruder von Kate. Oder auch Kurt Russell, um mal einen der großen Stars hier zu nennen. Kurt Russell ist hier eine Nebenfigur im Endeffekt. Und dadurch, dass die Hauptfiguren, die beiden Mädels, sich permanent so dämlich verhalten und so zickig und so aggressiv und nur dumme Entscheidungen treffen, wirken die anderen Nebencharaktere noch intelligenter. Denn während Kate und May folgenlang wirklich dumme Sachen machen, taucht dann auf einmal einer von den anderen beiden auf und sagt irgendwas Schlaueres, so wie, keine Ahnung, lass mal lieber in die andere Richtung gehen. Und das ist dann die Lösung des Problems. Und du denkst dir so, okay, das macht's echt noch schlimmer. Und ich finde es wirklich schade, dass das Drehbuch da nicht mehr hergibt, weil es gibt so Momente, wo du Kate und May, wo du den beiden das abnimmst, dass sie eben, naja, die Art von Frau sind, die sie halt sind, wegen ihrer Backstory. Du hast zum Beispiel den Moment, in dem Kate das allererste Mal erfährt, dass sie eben noch einen Bruder hat oder einen Stiefbruder hat und eine Stiefmutter hat, und dann sagt dann ihr Bruder, willst du jetzt schon abreisen? Und Kate sagt, ja, ich reise jetzt schon wieder ab, ich fliege wieder zurück nach San Francisco. Und dann meint er, willst du nicht noch mehr über Dad herausfinden? Und sie meint daraufhin einfach, ich habe jetzt über Dad herausgefunden, dass unser Dad deine und meine Mutter betrogen hat. Was will ich sonst noch über ihn wissen? Der Satz wirkt jetzt vielleicht so ein bisschen plakativ, aber der ist wirklich menschlich in diesem Kontext, in dieser Szene. Und da habe ich mir gedacht, okay, Kate wird eine Figur werden, die auf jeden Fall so einen Durchblick hat. Und man hat sich dann aber darauf so fixiert, dass Kate permanent genervt sein muss von allem, was passiert. Es gibt eine Szene, wo Kate von Kurt Russell gerettet wird und dann so die Hand wegzieht und dann sagt, jetzt auch alleine geschafft. Ja, anscheinend nicht. Danke. Einfach so, warum müssen die so blöd geschrieben sein? Du hast auch bei May hast du so eine Szene, wo sie aufgrund dessen, dass etwas vorgefallen ist, quasi wie so ein Trauma erlebt. Beziehungsweise es passiert etwas und dann wird da ein, zwei Folgen nicht mehr drüber gesprochen. Und dann in der dritten darauffolgenden Episode geht dann Kate in so ein Badezimmer rein und spricht dann mit sich selbst. So nach dem Motto, ich habe sowas halt noch nie erlebt, was mache ich jetzt? Und du kaufst ihr das ab vom Gesicht her. Also wie gesagt, die Schauspielerinnen, die können da nichts dafür. Da bin ich mir ganz sicher, dass das Drehbuch einfach nur Murks gewesen ist. Weil dann steht sie vor dem Spiegel, hat ein komplett schweißgebadetes Gesicht und fragt sich einfach, wie gehe ich jetzt damit um? Ich komme darauf gerade überhaupt nicht klar. Und dann geht die Tür vom Badezimmer auf, jemand kommt rein und sie macht einfach den. Was ist? Und dann muss sie direkt danach wieder genervt sein, weil genervt sein ist in der Serie das gleiche wie cool und stark sein. Nur wer abgefuckt ist, ist eine starke Figur. Das hat mich echt gestört an den beiden Figuren. Dummerweise halt eben die Hauptfiguren. Die Geschichte an sich ist ab einem bestimmten Punkt unfassbar interessant. Ich habe es schon mal erzählt, die Geschichte verändert das gesamte Monsterverse. Ich bleib dabei. Das ist definitiv ein Fakt. Im Spoiler-Part werde ich euch sogar mal eine Sprachnachricht vom lieben Sebastian von Filmstarts mit einblenden, was er dazu gesagt hat zum Finale. Denn wir sind da beide ein bisschen zwiegespalten, aber wir sind uns auf jeden Fall einig, dass das halt extrem viel alles verändert, was wir bisher über das Monsterverse wissen. Alles, komplett. Ob es gut oder schlecht ist, bereden wir da nochmal. Und die Geschichte, die führt uns von San Francisco nach Tokio, von Tokio auch mal nach Alaska, von Alaska mal irgendwo in eine Wüste. Ich weiß gar nicht mehr, wo es genau gewesen ist. War auf jeden Fall nicht Ägypten, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Es ist im Endeffekt aber auch vollkommen egal, in welcher Wüste die da jetzt sind. Weil auch hier hast du so ein bisschen das Gefühl, dass sie permanent Dinge finden, die dann zufälligerweise an anderen Orten sind, damit sie bestimmte Settings besuchen können. Das hatten wir auch bei Jurassic World Dominion gehabt. Ich glaube, die Serie hätte besser funktioniert, wenn man sich auf einen einzigen Ort fokussiert hätte. Denn so hast du andauernd das Gefühl,
wir sind jetzt hier an dem Ort und dann passiert was. Wir müssen es aber schnell hier wieder abschließen, damit die woanders hinreisen können und machen das Fass dann da nochmal neu auf. Und das fühlt sich so ein bisschen seltsam an. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Kritikpunkt. Danach kommen wir zu den positiven Sachen. Die Serie hätte nicht wöchentlich erscheinen dürfen. Das ist so eine Serie, die hätte auf einen Schlag veröffentlicht werden müssen. Und viele von euch sagen auch, okay, ich will die erstmal jetzt binge-watchen. Meine Empfehlung auf jeden Fall auch, schaut die am Stück durch oder halt mit ein paar Pausen von mir aus auch zwischendrin, aber halt eben nicht Episode, nächste Woche Episode, nächste Woche Episode. Das klappt hier gar nicht. Eben gerade, weil die Episoden sich irgendwie abgeschlossen fühlen, aber es dann eben doch nicht sind und wir halt ständig die Zeitebenen und eben noch die Locations wechseln. Und ich habe damit Probleme gehabt zum Teil, dass ich nach einer Woche nicht mehr wusste, was eigentlich nochmal passiert jetzt davor. Und nicht, weil jetzt irgendwie nur uninteressante Sachen passiert sind. Es gibt einige Folgen, die sehr lahm sind, ja. Sondern eben einfach, weil ich noch wusste, wir waren doch eben gerade noch in irgendeiner Eiswüste. Warum sind wir jetzt hier? Und dann musste ich nochmal zurückgucken. Na, deswegen, weil am Ende einfach gesagt wurde, fliegen wir mal kurz dahin, weil da ist was Neues. Deswegen, ja, am besten am Stück gucken, so viel ihr eben könnt. Das macht dann da am meisten Sinn. Bevor wir gleich zum Positiven kommen, noch ganz kurz mal die andere Zeitlinie ein bisschen mehr beleuchten. Denn da sehen wir auch eine Geschichte zwischen zwei Männern und einer Frau. Kann man verraten, wer das ist? Bei den Männern kann man das, glaube ich, sogar schon verraten, wer das ist. Einmal eben Bill Render, den kennen wir aus Kong Skull Island. Hier eben nur die jüngere Variante von Bill Render. Und eben einmal Kurt Russells Sohn, der aber auch Lee Shaw spielt. Also Kurt Russell spielt Lee Shaw im Jahr 2015 und sein Sohn spielt Lee Shaw in den 70ern, ist es, glaube ich, gewesen, meine ich. Und auch die haben eine interessante Geschichte. Ich wette, die meisten werden sagen, die Vergangenheitsebene ist interessanter als die Gegenwartsebene. Bis zu einem bestimmten Punkt würde ich da auch zustimmen. Aber der Switch zwischen Gegenwart und Vergangenheit, der kommt manchmal dann doch sehr abrupt. Da muss man auf jeden Fall aufpassen. Ich habe es manchmal nicht so ganz gecheckt oder irgendwie nicht wahrgenommen, dass die jetzt gerade wieder in die Vergangenheit geswitcht sind. Und da muss man wirklich aufpassen. Und ich frage mich immer noch, ob man das so hätte machen müssen. Ob es nicht sogar schlauer gewesen wäre, die Vergangenheitsgeschichte in eine eigene Staffel zu packen und die Gegenwartsgeschichte in eine eigene Staffel zu packen. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Ich verstehe im Nachhinein, warum man das so gemacht hat. Und wenn man das wirklich am Stück auch schaut, macht das alles am Ende Sinn. Und da muss ich die Serie jetzt zum allerersten Mal loben. Diese Dinge, die aufgemacht werden, machen am Ende wirklich Sinn. Und das habe ich irgendwie nicht so kommen sehen. Ich dachte mir, warum erfahre ich jetzt das mit dem Vater? Warum switchen wir alles in die Vergangenheit? Warum muss ich jetzt wissen, dass die in der Vergangenheit auch wieder so eine Dreiecksbeziehung haben? Warum brauche ich sowas, um zu verstehen, was jetzt passiert? Du brauchst diese ganzen Hintergrundinformationen, um die letzten zwei Folgen zu verstehen. Die Serie ist dafür aufgebaut oder baut dich dafür auf, dein Verstand, dein Mindset, damit du verstehst, was in den letzten beiden Folgen passiert. Und die letzten beiden Folgen sind das, warum ich ganz klar sage, die Serie lohnt sich definitiv für euch da draußen, die zu schauen. Eben gerade auch, weil sie ja in der Regel umsonst schaubar ist. Ihr habt ja, wie gesagt, 3 Monate lang kostenlos Apple TV Plus. Das lohnt sich auf jeden Fall. Sogar wenn ihr jetzt mal für einen Monat 9 Euro bezahlen würdet oder was aktuell kostet, es lohnt sich, denn diese letzten 2 oder sogar 3 Episoden, die fangen dann an, wirklich Spaß zu machen und die holen auch mal ein bisschen weiter aus. Wie gesagt, das ist jetzt alles Spoiler-Territoire, das wir hier nicht besprechen werden, deswegen kann ich darauf nicht weiter eingehen. Aber da habe ich mir gedacht, warum macht ihr denn das nicht die ganze Zeit? Das ist das, was ich sehen will. Das ist das, was die Geschichte voranbringt. Alles, was davor passiert, bringt die Geschichte nicht voran. Es bringt ein konfuses Konzept der Figuren auf den Tisch, was du nie wieder brauchst. Du weißt dann zwar, dass irgendwie alle mal miteinander in der Kiste waren, aber es bringt dir halt nichts weiter für die spätere Geschichte. Und die verschwenden ganze Rückblick-Episoden damit, um dir das zu erklären. Das ist kein Witz. Es gibt eine Episode, Sebastian habe ich damals auch verraten, Episode 4 der Serie, mal im Hinterkopf behalten. Die kannst du einfach rauslassen. Die Episode beginnt da und endet genauso, dass du die rauslassen kannst. Und das ist kein Witz. Das habe ich noch nie so gesehen. Ich weiß nicht, ob man das auf 10 Episoden strecken musste, ob das so eine Vorgabe gewesen ist. Hier sage ich ganz klar, es hätten auf jeden Fall 6 Episoden gereicht. 3 Episoden für die Einführung der Figuren. 3 Episoden, um diesen ganzen Aufbau zu machen. Und eben nochmal 3 Episoden,
um uns eben die drei Episoden zu präsentieren, die halt wirklich gut sind und kontrovers. Das will ich euch hier nicht vorbehalten, das wird übel kontrovers werden. Da reden wir dann, wie gesagt, im Spoiler-Part drüber. Aber das hätte ich einfach sehen wollen. Da werden Dinge erklärt, es werden Verweise gemacht. Ich hab von euch Theorien zugeschickt bekommen, wo ich mir gedacht habe, ach krass, stimmt. Das habe ich ja überhaupt nicht bemerkt. Die letzten drei Episoden haben Auswirkungen auf das Monsterverse. Die haben Auswirkungen auf die aktuellen Filme, die jetzt kommen werden. Hat mich auch sehr gefreut, weil ich mir dachte, okay, die Serie spielt halt zwischen Godzilla 2014 und King of the Monsters. Das wird ja keinen Einfluss haben auf Godzilla vs. Kong oder Godzilla Kong. Und die Antwort hier ist, doch, es gibt Dinge, über die ich jetzt hier nicht reden kann, aber das ist halt eben so der Punkt. Das ist eben so mein Standpunkt. Episode 1 hat einen sehr schönen Aufbau, dass du eben auch mal die Welt siehst, wie sie aussieht, wie sie reagiert, wie sie jetzt agiert, wenn man weiß, dass es eben Kaiju gibt. Danach flachen die Episoden wieder ein bisschen ab. Episode 2 und 3, meine ich, waren ganz nett gewesen. Episode 4 kannst du weglassen. Reicht, wenn du Episode 5 anmachst und dir nochmal kurz einen Rückblick anschaust. Ohne Scheiß, das reicht wirklich. Und dann ab Episode 5, 6, dann fangen sie langsam an, irgendwas aufzubauen und du merkst, okay, da ist irgendwas dahinter. Und dann 7 und dann 8 und dann 9, dann, es wird immer besser und du merkst, okay, darauf wollt ihr hinaus. Warum habt ihr dann davor so viel Faxen gemacht? Warum muss ich das sehen? Das Beziehungsoktett von verschiedenen Figuren aus Gegenwart und Vergangenheit. Warum musste ich das sehen? Es gab noch andere Dinge, die ich auch nicht spoilern will, wo ich gedacht habe, warum muss ich das jetzt sehen? Das ist, ich würde der Serie, wenn wir über das Monsterverse reden und ich würde meinem Lieblings-Monsterverse-Film eine 10 von 10 geben, ist jetzt auch irrelevant, welcher das ist. 10 von 10 ist auf jeden Fall der beste Monsterverse-Film für mich, das ist Godzilla 2014, dann würde ich dieser Serie hier, ey, ich will da auch nicht so viel sein, ich würde sagen 5 von 10, 4 plus, 4, 4, 5, dann machen wir 5 von 10. 5 von 10 Punkten würde ich der Serie schon geben. Die Aufmachung ist halt sehr geil, also das sieht optisch wirklich geil aus. Du hast ein paar sehr coole Momente, du hast ein paar sehr coole Godzilla-Momente und eben gerade auch das, was sie am Ende mit der Serie machen. Das wird kontrovers sein. Wir werden da jetzt im nächsten Video nochmal drüber quatschen und zwar ausführlich, was da abgegangen ist und was die Idee dahinter ist. Aber allein die Eier zu haben, das zu machen, gibt bei mir schon mal Pluspunkte. Und ich sage ja, 5 von 10 Punkten und trotz allem meine Empfehlung, sich die Serie anzuschauen, weil gerade jetzt gibt das einem sehr viel Spekulationsfreiraum für Godzilla Kong. In diesem Sinne, ihr Lieben, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare unten rein, was ihr von der Serie haltet. Bleibt spoilerfrei. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare unten rein, ob ihr die Serie sehen wollt oder ob ihr sagt, nee, immer noch nicht so ganz. Und wie gesagt, meine Empfehlung habt ihr. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Es ist kein komplettes Desaster. Ich habe jetzt auch mehr gemeckert, was aber auch mit daran liegt, dass die gesamten positiven Punkte alle so extrem in den Spoilerbereich reinrutschen würden. Deswegen machen wir das jetzt gleich im nächsten Video und dann sehen wir uns im Spoiler-Part wieder. Bis dann. Ciao.